Gestern gab es die Schocknachricht für alle Loredana und Mosik-Fans. Die beiden haben sich entschlossen, für eine bestimmte Zeit getrennte Wege zu gehen. Eventuell sogar für immer. Jedenfalls wird es die Tour nicht im Doppelpack geben. Das bedeutet, dass Loredana die Show alleine macht. Es wird also eine Solo-Show. Auch wenn sich viele fragen, wie kann es dann noch eine Bonnie & Clyde-Tour sein, wenn Mosik nicht dabei ist? Schließlich war das Ganze ihr gemeinsames Ding. Nach der Trennung hat man auf eine Reaktion von ihrem Ex-Freund gewartet, aber vergeblich. Von Mosik gab es keine einzige Reaktion auf die Trennung. Auch auf Loredanas Statement ist er nicht eingegangen. Er lebt momentan in Kosovo und genießt anscheinend die Zeit. Und anscheinend macht ihm die Trennung nichts aus. Aber vielleicht möchte er es auch gar nicht online mit uns teilen, sondern eher privat erleben. Was meint ihr? Was ist mit Mosik los? Und trauert er auch um Loredana und Hannah? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich freue mich auf euch.